Bei der Ausgangssituation seit 2016 gibt es die EUDSGVO und die ist auch schon seit 2018 verpflichtend. Grundlegend ist Datenschutz wie Waffenrecht. Ich darf eine Waffe besitzen, wenn ich zum Beispiel Sportschütze oder Jäger bin. Und ungefähr so ist es auch mit dem Datenschutz. Ich darf personenbezogene Daten besitzen, verarbeiten, wenn ich dafür eine gesetzliche Grundlage, zum Beispiel eine Einwilligung habe. Mit der EUDSGVO neu dazugekommen ist, beziehungsweise in Anführungszeichen neu, beziehungsweise stärker geahndet ist dieser Bereich Löschen. Weil wir sprechen von der Vernichtung von Daten. Wenn Daten vernichtet sind, dann sind sie vernichtet. Die kann ich leider nicht mehr wiederholen. Woran scheitern solche Projekte denn gerne mal? Punkt 1, ich habe einen optimalen Zeitraum gezeigt. Wir haben aber keinen optimalen Verlauf. Ich habe gesagt, die Testphase dauert länger. Es kommt natürlich immer irgendwie was dazu.